Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Rising World. Jetzt wollte ich gerade schon mal sagen Minecraft. Weiß nicht, was los ist. Warte mal, wir machen hier an der Ecke, habe ich mir gerade gedacht, auch mal hier schon mal die Kanten hin. So, wir haben in der letzten Folge angefangen, das Dach zu bauen, wie man sieht. Für die Leute, die es noch nicht gesehen haben. Ist das hier so mittig? Ein Stückchen noch, ne? Eins noch. Das ist ein knappes Ding. Es ist auf jeden Fall zu breit, also lassen wir es mal so und bauen hier schon mal weiter. Das Ding ja, das. So, drehen. Huch. Gott sei Dank, ich dachte schon, jetzt ist es schon wieder weg. So. Genau. Und dann wollen wir mal gucken, wenn wir hier mit dem Dach endlich mal fertig sind, dass wir hier mal vielleicht ein Deko reinbringen oder ich weiß nicht, wie viele Folgen, weil ich wollte jetzt von jedem erstmal zwei Folgen aufnehmen. Da habe ich erstmal wieder ein bisschen Vorsprung. Weil das Wochenende kam mir wieder nur ein Video und ach, das ist mal so. Ist halt zurzeit. Es tut mir leid, aber es ist halt zurzeit so. So, jetzt über das Ding dran gebaut. Der Ecke. Die Ecke. Pfosten. Tor. So. Das kommt jetzt hier dran. Ich habe jetzt übrigens. Habe ich jetzt Destiny? Ich würde mal. Können wir jetzt diese Folge mal als so Frage machen. Wärt ihr interessiert denn dann mal so ein Action-Shooter überhaupt so oder sowas überhaupt mal auf diesem Kanal zu sehen? Weil bis jetzt sieht man ja immer nur Bau- oder Indie-Games. Vor allem mehr Indie-Games. Ah, siehst du, hier an der Stelle ist es anders. Ist mir gerade eingefallen. Wir müssen ja hier immer eins weiter rein. Das habe ich ganz vergessen. Hier an der Stelle müssen wir mal eins weiter rein, anstatt eins raus. Ich vergaß. So. So, und hier könnte man jetzt eigentlich schon erkennen, ab wann hier Feierabend ist. Ab hier. Das heißt, hier oben. Wartet mal. Die Kante müsste jetzt hier rein, theoretisch weg, ne? Minimum die Kante. Ihr werdet es gleich sehen. Die reiße ich auf jeden Fall mal ab. Nimmt hier eigentlich alles auf? Ja, das funktioniert alles. Haben wir eigentlich genug FPS hier wieder bei Reisen? Also meistens merke ich es. Aber sehen ist immer noch mal schöner. So. Hier gerade etwas am Konzentrieren, deswegen gerade jetzt nicht so der Gesprächsbedarf, dass ich hier erstmal gucken, dass das so halbwegs hinhaut. So, und dann müssen wir müssen die obere Kante auch noch wegmachen. Da muss der normales von dieser Farbe, das normale Holz von dieser Farbe hin. Da taut sonst die Sterns hin, du. Glaube ich. Haut's auch nicht. So, da muss dann quasi so eine Gerade hin. Hier kommt so eine Ecke rein. So. Hier oben kommt dann viereckig hin, ne? Ja. Du kommst dorthin. Das wird wieder eins kürzer jeweils. So. Das hier dran. Und dann müsste das schon fast passen. Passen. So. Da dran, da dran. Da dran. So, dann holen wir uns die gleichen Blöcke immer noch in viereckig, bevor wir das in der nächsten Aufnahmesession nicht mehr haben. Hier eigentlich? Achso, hier muss da noch so ein... Okay. Hier muss da noch so ein Dings dran. Dichterwesen. Hier kommt noch was anderes hin. Und dann haben wir es da schon fast fertig. Perfekt. Wo war das hier? Und dich hätten wir jetzt gerne mal als ganzen Block nochmal. Ganzen Block. Dankeschön. Wupp. Vielleicht auch mal rausholen. Hier, den können wir jetzt damit eintauschen.
So, du kommst quasi hier hin. Bis dato. Und hier kommt dann der hier noch rein. So, perfekt. Perfekt. So, hier machen wir jetzt noch zu. Hier fehlt noch ein bisschen. Hier ist noch ein bisschen was im Argen. Das kommt zum Beispiel weg. Dafür kommt sowas hier hin. So, wie viel brauchen wir denn dafür jetzt? Zwei wahrscheinlich, hä? Eins. Zwei. So. Zack. Pack. Zack. Zack. So. Das ist immer so ein kleines Gefricke, ist mit den Blöcken drehen. Ist immer ein bisschen doof. Aber naja. Man kann sich auch über Sachen beschweren, die dann gar keinen Sinn mehr ergeben. So, haut das jetzt hier hin? Ja, ne? So, warte mal, das kommt jetzt. Ich hätte gern. Hallo. Dann halt nicht. Brauchen wir es halt einzeln. So. Genau. Und das gleiche jetzt. Das Ding kommt jetzt nochmal hier dran. So quasi. Modo. So. Und. So. Und hier müsste dann quasi das Ding so dran. So, 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 so. Verwirrend, aber es ist vollbracht. Wir haben es quasi geschafft. Wo ist denn mein Hammer auf der 1? Dann machen wir hier drin nochmal schnell die Blöcke weg. So, so, so. Da unten auch noch einer. Feierlich verkündige ich, das Dach ist fertig. Hier haben wir jetzt alles weg, hier haben wir auch alles weg. Perfekt. Wir müssen natürlich dann noch mal überlegen, irgendein Holz oder sowas rein als Zwischenebene. Oh, so, ich muss mal kurz strecken hier. Also quasi hier noch was rein als Zwischenebene. Und von außen gefällt es mir eigentlich. Das sieht aus wie so ein altes, schönes Städtchenhaus. Ist okay. Ist natürlich jetzt nicht hochgebaut. Halt Flachbau, aber ist halt eine Bäckerstube. Wir müssen da noch, natürlich noch einen Schornstein irgendwo reinbauen. Müssen wir mal gucken. Und was ich euch jetzt vorhin zeigen wollte, habe ich den noch hier? Habe ich noch. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Das ist schon wieder so lange her, dass wir die Blueprints benutzt haben. Öffnet Journal, bestehende Baupläne zu laden. Öffnet Journal, J. Baupläne. Hier. Wie ihr seht, ich habe mir einiges runtergeladen. Einiges. Einiges, vieles. Und da, gucken wir mal, wen. Ne? Ich habe hier quasi Dagolines Deko-Sachen komplett downgeloadet. Es sind auch ein paar geworden. Es sind auch nicht nur. Ich glaube, ich hatte auch. Den Eimer, den hatte, den habe ich von irgendwie. Warte mal, wo ist denn der? Den Eimer. Deswegen ist das, was wir heute noch machen. Dire Dreh haben wir den Eimer geklaut. Bauplan benutzen. So. Eimer. Wie kriegen wir dich jetzt hier dran? Mit Steuerung am besten, ne? Oh. Steuerung. Geht es jetzt zu langsam? Ist ja gar nicht Steuerung. Hä? Bin ich jetzt doof? Steuerung. Warum geht das nicht? Achso, ich muss jetzt Rechtsklick machen, gell? So war das, genau. Und jetzt konnte ich es bewegen. Ah, so war das. Und jetzt Bild runter. Ist natürlich jetzt nicht der allerschönste Eimer, aber... Eimer ist Eimer. Und wir haben gesagt, hier fehlt noch ein Eimer. Und den machen wir natürlich dran. Koste es, was es wolle. So. Genau, fast in der Mitte. Na, egal. Bauen wir den mal so hin. Oh, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Sah jetzt nur farblich komisch aus. Da haben wir jetzt so ein Eimerchen dran. Perfekt. Perfekt. Da haben wir das auch mal geschafft. Und hier, das meinte ich halt. Ich habe halt eine Menge Deko-Sachen gedownloadet. Und die passen hier natürlich überall perfekt hin. Wir könnten jetzt quasi auch noch, damit das hier langsam mal ein bisschen lebter aussieht, was hatte ich denn da? Wenn es gerade.
Planwagen Spielzeug. Planwagen. Als Spielzeug? Ist es dann noch kleiner? Großpferd? Ein Kleinpferd oder was? Einfach mal benutzen. Bauplan benötigt. Ich hab da einen. J. Achso. Planwagen. Blaubahn benutzen. Ah, okay, alles klar. Dann könnte man den ja quasi. Da ist sogar der rote Teleportteppich noch drin. Egal. Könnte man den ja, warte mal, rechtsklick. Ne, linksklick. Und dann drain. Kann ich den irgendwie drain? Scheiße, den kann ich nicht drain, ne? Nein! Wie kriege ich den jetzt gedreht? Oh. Entschuldigung. Ich muss ja überlegen, wie ich den drehen kann. Warte mal. Planwagen. Nochmal. Zweiter Versuch. Bauplan benutzen. Und jetzt drehen. Geht nicht. Bild runter. Geht auch nicht. Geht auch nicht. Wieso kann ich den nicht drehen? Hä? Bin ich bescheuert? Nein! Du kannst das Gebäude entfernen, indem du Undo Blueprint. Okay. Undo Blueprint. Oh Gott, weg ist er. Weg, Leute. Okay, wie kann ich das Ding drehen? F1, nicht F1. F1 ist hier. Wieso kann ich das nicht drehen? Verstehe ich nicht. Jo. Das ist natürlich doof, wenn man das nicht drehen kann. Zumindest wenn ich nicht weiß, wie man das dreht. Ah, wisst ihr was? Dann mache ich das jetzt nicht. Ach, du willst jetzt hier stehen. Auszuwählen. Und wieso kann ich den nicht drehen? Hier so irgendwie ging nicht. Ich konnte es nicht drehen. Konnte ich aber den auch. Verstehe ich gerade nicht. Irgendwas mache ich wieder falsch. Muss ich mir vielleicht noch mal irgendwie angucken, was ich damals richtig gemacht hatte und was ich jetzt falsch mache. So, wir haben jetzt hier die Backstube. Wir müssen hier vielleicht mal ein paar Fenster einrichten. Wäre vielleicht auch mal eine Idee. Ich weiß aber noch. Okay, ich dachte gerade, ich habe es weggeschmissen. Ich weiß noch gar nicht, wo wir die hier einrichten. Hier haben wir die Tür. Ich dachte mir so. Hier soll alles mit Backen stattfinden. Hier natürlich Fenster hin, ist dann natürlich doof. Hier muss dann ein großes Dampfzeugsystem hin, wo der ganze Qualm hin kann. Und dann hier so schön Fenster rein. Einfach mal wild drauf zugeschlagen jetzt hier. So. Wollen wir wirklich so beide Fenster? Entweder nur weiter oben. Ja, guck mal, ich mal so ein großes breites Fenster rein, damit man reingucken kann. Genau, das könnte man so als Verkaufstheke machen, dass man von draußen sehen kann, was da verkauft wird. Das ist gar keine so schlechte Idee. Ich nehme hier mal ein paar Steine mit hier einfach mal. Sonst hängen die hier so doof in dem Fenster drin. Und die anderen Fenster könnte man ja dann immer kleiner machen. Diese schöne kleine viereckige Fenster. Quasi so hier. Aber das hinten, ja, das haut gewinnen. Solche Fenster hier hin. Das sind dann normale Ausguckfenster und das hier ist unsere Schautheke. Mal gucken, ob das so ungefähr funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Was ist denn heute nur los? Deutsch ist heute nicht mein Ding. Mein Freund ist es nicht und so, das funktioniert heute nicht. Stelle. Jetzt haben wir es richtig. So, jetzt bauen wir hier mal noch fix ein paar Fenster rein. Überall natürlich Fenster drin haben, ist doof, deswegen machen wir das mal ein bisschen unsynchron. Lass mal hier die Ecke voll mit Fenstern, ne? Hatte ich hier nicht schon mal tot da? Hatte ich schon mal tot eingegeben? Oh, Entschuldigung. Ich musste gerade mal gähnen. Gähnen. So, wollen wir hier auch noch ein Fenster rein? Weil hier soll wirklich Backecke sein. Hatte ich nicht. Egal. Oder? Na komm, wir gucken kurz. Ich hatte. Nee, das nicht. Holzofen. Aber das ist Kamin. Das ist nicht so ein Backofen, den wir brauchen. Das ist mehr mit Fleisch. Kochstelle. Und eine Kochstelle. Die würde anders, glaube ich, besser einpassen, die Kochstelle. Nee, ich glaube, ich würde das lieber nur mit den Dinger machen. Guck
quasi nur mit den Backbrötchenofen. Und wollen wir da eigene Öfen bauen? Eigene Öfen ist natürlich auch cooler, ne? Ich bin jetzt hier gerade am überlegen, ob wir uns da eigene Öfen irgendwie hinzimmern. Weil diese Öfen, die wir hier so Standard haben zum Brennen, ich fliege immer fix hin, sehen halt viel zu klein aus, ne, dafür. Ist das so weit weg? Krass. Entweder fliegen wir verdammt langsam. Oh, wir waren schon ewig nicht mehr. Ich finde, das passt nicht so wirklich so als Backofen. Also, es sieht schon ähnlich aus, aber so perfekt passt es einfach nicht. Aber die kann man halt auch so schön anmachen, gell? Ist halt auch cool. Ich weiß es noch nicht. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, weil das ist jetzt erstmal noch mehr wieder zwei Folgen erstmal aufgenommen. Das reicht erstmal zum quasi erstmal. Für mich ist erstmal, weil Zeit und so, ne? Wir wissen das schon, wir hatten das Thema schon öfters. Deswegen ist die Folge leider auch schon wieder vorbei. Ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen und schreibt mal in die Kommentare, wie ihr es haben möchtet. Wollen wir die Backofen selber bauen oder so? Ich mache hier nochmal ein schönes Bild von unserer neuen gewonnenen Hütte, in dem wir hier so halbwegs hinfliegen. So, mache ein schönes Bild davon. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge Let's Play Rising World. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen, ein Abo, einen Kommentar, alles was möglich ist da, um mich ein wenig zu unterstützen. Und ansonsten sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann. Ciao.